Und herzlich willkommen, hier ist euer LT Rustikal. Das ist die Aufnahme Nummer 30, gefühlt. Nein, Scherz. Okay, ihr seht im Hintergrund wie immer ein Skill-Video, diesmal mit Izzy Dragon, die mal mitgespielt hat, die ich zufällig getroffen habe, weil sie hat erst gedacht, ich habe Cheat oder so. Und deswegen ein Gruß an dich da draußen. Nein, ich cheate nicht. Okay, so, ich habe mir überlegt, wie fange ich das Video an? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Plan. Das ist schon mal gut für ein Video, aber ist ja auch völlig scheißegal. Ihr wisst, ich streame ab und zu und mache viel, damit mein Bekanntheitsgrad ein wenig höher gelangt, durch euch natürlich. Und ja, ist es sehr schwierig, natürlich ist es so eine Art Haifischbecken und mit diesem Video möchte ich mich eigentlich bei allen, die mich supporten und Werbung für mich machen, mir Likes geben, Kommentare schreiben etc. will ich mich bedanken und hoffe, dass das intensiver wird, noch mal ein bisschen intensiver mit allen, die dabei sind. Und ja, ich habe halt sehr viele Projekte am Laufen. Am 1.6. erwartet euch ein neues Projekt von mir. Dann bin ich nebenbei, habe ich einen Songtext geschrieben. Ja, okay, ihr habt recht, ich kann nicht singen, das stimmt. Aber ist ja auch völlig egal. Ich meine, ich mache es ja, weil es mir Spaß macht. Aber ja, ich kann nicht singen. Und derjenige, der es abmischt, der wird jetzt viel, viel Arbeit haben, um daraus was Vernünftiges zu machen. Das ist schon mal sehr interessant. Nun ja, okay. Ich mache ja ab und zu die Livestreams und freue mich dann, wenn ich dann mal hier und da ein paar Zuschauer habe. Und guckt natürlich auch bei anderen mal Livestream rein, so natürlich Gronkh etc. Und finde zum Beispiel, und da muss ich sagen, Gronkhs Aktion mit dieser La Familia, wie die das als Hashtag machen, richtig, richtig genial. Ich feiere das. Ich habe mit diesen Leuten, er hat Leute geradet und ist dann auf den ihr Stream und hat seine Zuschauer dazu gebunden, mit in diesen Stream reinzugucken. Um einfach mal jemand anders zu zeigen. Und da gab es zwei. Einmal nicht die Mama. Ich habe da fast mit ihm geweint. Also man hat es gesehen, wie es ihn berührt hat und wie es ihn gefreut hat, dass so viele Zuschauer da waren. Auf einmal so viele Donates auch und so viele Followers und überhaupt, dass er sich so tierisch gefreut hat, dass das, was er sich gewünscht hat und das, was er gesagt hat, ne, gebe das, was du möchtest, dann passiert dir auch was Gutes, vollkommen für ihn eingetroffen ist. Und das hat mich tierisch gefreut. Und da möchte ich mich einmal an die Community dann auch von Gronkh bedanken und an die Richtung von Gronkh, dass ihr sowas macht. Denn genau sowas ist richtig, dass man dann da zusammenhält und kleinen YouTubern, Streamern einmal mal kurz auf die Sprünge hilft und sagt, hey, das, was du machst, ist ja gar nicht verkehrt und du bist auch einer von uns. Hat mich sehr berührt, hat mich sehr gefreut und macht weiter so. Kriegt von mir einen Daumen, definitiv. Und nicht die Mama, mach weiter, auch wenn du nicht die Mama bist. Gib Gas, du bist die Beste. Ach ne, du, die das. Nein, aber ich mag deine Art, gefällt mir. So, jetzt kommen wir aber wieder mal zurück zum Wesentlichen. Ich mache ja auch Livestream und hatte gestern mein allerersten Donate. Man glaubt es kaum, ich bin schon lange, lange beim Stream dabei, hab nicht immer so viele Zuschauer und werd nicht so oft beachtet. Ist aber nicht so schlimm, weil wie gesagt, ich mache das, weil es mir Spaß macht. Und wenn es den anderen noch Spaß macht, freut es mich umso mehr. Er kam dann rein und hat einfach mal einen random PayPal-Button gedrückt bei mir. Also so von wegen, ich möchte dir gerne mal was Gutes tun. Oder irgendwie sowas in der Art war das. Und TR mit Keks war das. Irgendein cooler Keks, Kampfkeks, irgendwas sowas in der Art. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich werde das Bild da noch reinposten. Also, du bist nicht vergessen. Ich bedanke mich definitiv. Ich habe mich tierisch gefreut, dass nicht nur, weil es ein Donate war. Ich freue mich über jeden Follower. Aktuell 195. Nein, sondern ich freue mich deswegen, weil, ja, so weiß ich dieses Gefühl, das erste Mal, dass jemand da was gespendet hat. Und da geht es nämlich gar nicht um 1 Euro, 7 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, sonstiges, sondern es geht einfach nur um dieses Gefühl, hey, da will dich jemand unterstützen auf
seine Art und Weise oder findet das vielleicht gar nicht so schlecht, was du tust. Das hat mich so tierisch gefreut. Das glaubt man nicht. Ich bin jetzt nicht aus der Hose gesprungen und so, das hat man jetzt nicht unbedingt gesehen. Ich weiß. Ich bin nicht so der gefühlvolle Mensch, aber innerlich bin ich nackig durch den Häuserblock gelaufen. Ja, aber es war ein tolles Gefühl und ich grinse immer noch, wenn ich daran denke. Also es war schön und ja. Und jeder Follower ist schön für mich. Jeder Follower, der den Follower-Button drückt, einen Like-Button, Abonnenten-Button etc., der gehört irgendwie zu dieser Rusty-Crew und zeigt mir, dass er mich irgendwie irgendwann irgendwo unterstützen möchte. Das ist wichtig und das ist gerade im Moment sehr wichtig in der Zeit, wie ich habe, die nicht unbedingt sehr leicht für mich ist, aber darauf möchte ich jetzt nicht so sehr eingehen. Vielleicht irgendwann später, wenn wirklich wieder mal eine Real-Life-Story kommt. Auf jeden Fall, wie gesagt, meine Zeit ist jetzt im Moment nicht so die beste und deswegen freut es mich umso mehr, ein paar Leute hinter sich zu wissen. Vielleicht in der Ferne, vielleicht in der Nähe, weiß man nicht, aber es ist wichtig. Gerade, und das ist auch nochmal wichtig, kurz vor der Gamescom, was heißt kurz, aber für mich kurz vor der Gamescom, nochmal eine kleine Bestätigung, deswegen werde ich auch unbedingt da sein und mich wieder präsentieren. Deswegen gehen wir einmal kurz durch, um einmal kurz allen Danke zu sagen an 195 Follower bei Twitch. Sage ich 1000 Dank. Dann an, jetzt muss ich selber gucken, dann an 170 Abonnenten bei meinem YouTube-Kanal. Auch euch ein mega Dank, vielleicht ist der eine oder andere auch bei Twitch dabei, weiß ich nicht. Und jetzt wird's richtig kriminell. An 229 Follower bei Twitter und es geht noch mehr. Jetzt passt auf. Bei Instagram, da habe ich nicht so viel gepostet, aber ich habe sehr viele Follower. Frage mich warum. Ich muss da noch was ändern. Die ltrussikal.de gibt es ja nicht mehr. 830 Follower. Ich habe 54 Leute abonniert. Ich bedanke mich auch an euch, dass ihr mich da abonniert habt. Mega geil. Oder Abonnenten, was auch immer. Bei Instagram auch ein riesen Dankeschön. Und dann kommen wir zu meiner Facebook-Fanpage. Und ihr dürft nicht vergessen, immer noch gibt es meine T-Shirts zu kaufen. Das muss ich ja auch noch sagen. Da sind es sage und schreibe. Aber da mache ich auch viel, viel mehr noch. Aber nicht nur YouTube, sondern auch ganz viele andere Dinge. 1207 Liker. Das heißt, an die Leute bedanke ich mich auch ganz, ganz herzlich, dass ihr mir da folgt, meine Beiträge liked, mal kommentiert, mal teilt, was auch immer. Es bedeutet mir echt sehr viel, dass ihr dabei seid und ich hoffe, dass ihr in naher Zukunft auch dabei bleiben werdet. Es wird sich noch einiges tun, einiges verändern, aber was genau, das kann ich euch jetzt noch gar nicht so verraten oder möchte ich euch noch gar nicht verraten. Nur noch mal so viel. Es wird in der nahen Zukunft wird es noch ein Gewinnspiel geben. Ein Skill-Gewinnspiel, wo ihr gefragt seid. Darauf gehe ich aber auch beim nächsten Skill-Video drauf ein. Das wird was länger gehen, dieses Gewinnspiel. Dann wird es demnächst wieder ein Streaming-Day geben, wo ich Game-Keys verlosen werde. Das ist auch ganz wichtig. Oder was heißt wichtig, aber da könnt ihr mitmachen, wenn ihr wollt. Dann am 1.6. erwartet euch mein neues Projekt. Da bin ich auch schon dabei. Dann hoffe ich, dass irgendwann mein Song fertig wird, den ihr dann hoffentlich teilt, wenn er euch gefällt. Also wird schwierig, aber kann man mal versuchen, ne? Gut, und was kommt noch? Und dann kommt die Gamescom. Also Leute, 5 Sachen in naher Zukunft, die ich jetzt plane oder mache. Und man darf ja auch nicht den KVB-Clan vergessen, den ich ja auch da noch unterstütze mit meinen Videos bzw. mit den Skill-Videos oder versuche zu unterstützen. Ja, das war's von mir. Leute, lasst ein Like da, Kommentar. Euer LT Rustikal wünscht euch alles, alles Gute. Nochmal 1000 Dank an euch alle. Ich bin raus.